Hallo liebe Modellbahnerinnen und Modellbahner, hier ist der leicht verschnupfte Daniel von Spurenteile.de. Ich möchte Ihnen heute ganz kurz beschreiben, wie wir mit unserer Fleischmann E94 bzw. Baureihe 194 umgehen bzw. wie wir dort die Haftreifen tauschen können und wie wir sie digitalisieren können. Dazu brauchen wir tatsächlich nicht viel, die Lok hat eine Schnittstelle. Wir brauchen eigentlich nur unsere Haftreifen, eine kleine Pinzette und einen Zahnstocher für den Haftreifentausch. Und zum Digitalisieren, wenn Sie nicht den Fleischmann-Becoder benutzen möchten, brauchen wir hier eine kleine Rastmaß 1,27 Steckleiste und natürlich einen Decoder, den wir da anlöten. Zunächst geht es aber erstmal an den Haftreifenwechsel, wie immer. Dazu müssen wir die Lok öffnen. Ich räume mir das mal auf die Seite. Als allerersten Schritt ziehen wir die Schnauzen von unserem Krokodil nach oben leicht ab. Das geht recht einfach. Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Griffstangen beschädigen. Und dann drehen wir die Lok einmal kurz um und spreizen die ganz leicht. Jetzt haben wir auch schon das Innere. Jetzt kommt uns auch schon hier ein Stückchen Gewicht entgegen. Das tue ich mal auf die Seite. Um an die Haftreifen ranzukommen, müssen wir das Drehgestell demontieren. Dazu gibt es hier einen kleinen Haltestift, wie bei Fleischmann-Loks übrig. Den ziehen Sie, schieben Sie raus. Achten Sie drauf, da wird hier ein Zahnrad sein. Das hält jetzt hier noch. Ich tue mir das mal raus. Wenn Ihnen das entgegenkommt, legen Sie sich das schön auf die Seite. So, um an die Haftreifen ranzukommen, müssen wir die Drehgestellblende demontieren. Dafür brauchen wir einen kleinen Schraubenzieher. Und da fahren Sie am besten hier hinten kurz rein. Das wird nämlich vorne und hinten durch klitzekleine Rastnasen gehalten. Und hebeln sich das dann praktisch hier raus. Und dann kommt Ihnen auch schon der Drehgestellrahmen und hier ist die Drehgestellblende entgegen. Der Haftreifentausch an sich funktioniert ganz einfach, wie gehabt. Sie nehmen sich Ihre Lok oder Ihre Achse mit Haftreifen. Eine feine Pinzette und ziehen den alten Haftreifen ab. Dann holen wir uns unsere neuen Haftreifen. Komm her. Fixieren das am besten mit einem Finger. An einer Stelle nehmen uns einen Zahnstocher und fahren dann einfach die Lauffläche. Na komm her, des Rades ab. Jetzt ist mir der Zahnstocher abgebrochen. Plopp, und dann flutscht das auch schon rein. Wenn es nicht ganz sitzt, nochmal kurz andrücken und dann haben Sie es auch schon gewechselt. Andere Seite natürlich ganz genauso. Beim Zusammensetzen nehmen Sie sich den Drehgestellrahmen, schauen, dass die Radschleifer alle schön hinter den Achsen sind. Und setzen sich dann das Drehgestell, den Radsatz wieder ein. So, das geht eigentlich erstaunlich leicht, das Einfädeln. Und dann müssen Sie von oben die Drehgestellblende vorsichtig wieder drauf führen. So. Und dann klipsen Sie sich das einfach wieder ein. Und schon haben Sie den Haftreifen gewechselt. Dann bauen wir das Drehgestell wieder ein. Unser Zahnrad, was wir vorhin hatten, können Sie entweder direkt hier reinsetzen oder auch hier reinsetzen. Ich würde es hier reinsetzen, dann geht das Ganze ein bisschen einfacher. Das Drehgestell drüber. Wenn Sie beide Drehgestelle gleichzeitig abbauen, dann müssen Sie darauf achten. Es gibt nämlich hier eine kleine Rastnase. Damit können Sie sehen, was vorne und was hinten ist. Dann setzen wir das nämlich drauf. Wenn Sie es falsch einsetzen, dann ist das Drehgestell schief. Aber dann müssen Sie einfach wechseln. Dann kommt wieder hier unsere Achse rein. Das kann manchmal etwas friemelig sein, wobei die sind angespitzt. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Gut, jetzt setze ich mal das Gewicht hier wieder ein. Damit haben wir den Haftreifen gewechselt.
Dann geht es an die Digitalisierung. Digitalisieren können Sie die Lok auch sehr einfach. Die Lok hat eine Schnittstelle und hat hier ein herausnehmbares Gewicht. Da hat Fleischmann sehr schön mitgedacht. Allerdings brauchen Sie dafür einen Kabeldecoder, der einen Schnittstellenstecker hat. Wenn Sie nicht den Fleischmann-Decoder verwenden wollen, dann brauchen Sie hier diese Rastmaß-Stiftleiste. Da können Sie sich dann einfach den alten Decoder rausziehen. Ach, den Blindstecker sozusagen. Was heißt sozusagen? Es ist ja der Blindstecker. Löten hier Ihren Decoder ganz normal an. Also gelb, weiß, rot, schwarz, grau, orange. Und stecken den dann hier ein. Natürlich mit angelöteten Kabeln. Ich habe bloß leider jetzt keine Decoder mehr da, muss ich leider gestehen. Ich wollte es trotzdem kurz zeigen. Das ist nämlich ein Reparaturauftrag von einem Kunden, der nicht digital fahren möchte. Aber es bietet sich ja an, wenn die Lok eh offen da ist, dass ich gleich ein kurzes Video dazu mache. Den Decoder können Sie dann wunderbar hier verstauen, wo Sie das Gewicht rausgenommen haben. Und dann passt das auch alles wieder sehr schön rein. Ansonsten, jetzt machen wir den Blindstecker wieder rein, ist bei dieser Lok Folgendes noch zu beachten. Ich mache dafür jetzt mal, da ist die Kuckucksuhr im Hintergrund, nochmal die beiden Drehgestelle weg. Wir haben hier unser eines Drehgestell und unser zweites Drehgestell. Hier unten ist der Oberleitungsumschalter. An der ist sehr, sehr, sehr wackelig. Das liegt daran, dass diese Bodenabdeckplatte zwar mit drei kleinen Rastnasen gehalten wird. 1, 2, 3. Sie sehen die hier. Rastnase, Rastnase, Rastnase. Allerdings nicht wirklich fest. Das heißt, Sie müssen hier ein bisschen darauf achten, dass diese Kontakte auch wirklich schön weggebogen sind und ordentlich stramm sind. Oder wenn Sie sowieso nur auf Schiene fahren, dann müssen Sie einfach zwei Punkte verlöten. Genau, ansonsten, Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Also, wir setzen das wieder drauf. Halt, so rum. Schön hier auf Schienenstrom setzen. Wir haben es ja jetzt zurechtgebogen. Jetzt kommen wir auch dazu, wo sind die Rastnasen für die Drehgestelle. Das können Sie ja einfach ausprobieren, indem Sie es einmal kurz reinsetzen. Und das ist auch das richtige Drehgestell. So, da war der Bodenabdeckklappe nicht ganz drauf. Dann kommt wieder hier unser Stift rein. Gleiches Spiel auf der anderen Seite. Auch da wieder schauen, dass das Zahnrad drin ist. Dann kommt auch hier unser Stift rein. In diesem Fall haben wir jetzt nicht digitalisiert, deswegen setzen wir unser kleines Gewicht wieder mit ein. Als erstes kommt wieder unser Gehäuse drauf. Da müssen Sie drauf achten, in welche Richtung Sie es draufsetzen. Das schnackelt ein. Und zum Schluss setzen wir auch wieder unsere Schnauzen auf. Auch hier haben wir kleine Rastnasen an den Seiten. Da müssen Sie auch gucken, wo das Loch ist. Also hier wäre das auf der rechten Seite, hier ist es auf der Seite. Das heißt, das ist die falsche Seite. Wir müssen also das da nehmen und einfach wieder ganz leicht draufsetzen und dann schnackelt es auch wieder ein. Genau, ölen müssen Sie die Lok an den offensichtlichen Stellen. Wie immer sehr, sehr sparsam bitte mit dem Öl umgehen. So, jetzt wird die eine Schnauze doch nicht eingerastet gewesen. Zu viel Öl hilft niemandem was, am wenigsten ihrer Lok. Genau. Dann war das jetzt tatsächlich ein sehr, sehr kurzes Video. Aber es ist ja auch nicht viel zu tun bei dieser Lok. Ein sehr schönes Modell, sehr betriebssicher, sehr zugkräftig.
Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen und Sie haben einen kleinen Hinweis erhalten, wenn Sie den Haftreifen wechseln wollen, wenn Sie neue Haftreifen brauchen oder wenn an der Lok irgendwas kaputt gehen sollte, dann würde ich mich freuen, wenn Sie an uns denken. Ihr Daniel von spurenteile.de.